Breitschwert. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehlkauf. Was wünscht ihr von mir? Ich könnte ein paar Dinge verhandeln. Hä? Vielleicht können wir ein paar Dinge verhandeln. Nee. Oder? Doch, ja. Oh, der hat keine Waffe mehr. Super. Ich glaube, das sieht nicht gut aus, wenn es so rot ist. Na, packe ich das mal ins Inventar. Oh, das, der nimmt automatisch die bessere Waffe. Okay, ja, wenn er meint, dass die besser ist, dann... Voll. Was wünscht ihr von mir? Ich kann den ja noch verwenden. So... Schienennägel-Gap, falls der seine Waffe wieder verlieren sollte, dann kann er wenigstens die benutzen. So, jetzt suchen wir aber, glaube ich, das Gasthaus oder genau das Gasthaus. So, wie wär's mit einem Tauschhandel? Hm. Brille. Nehmen wir mal ein paar. Ja, nehmen wir einfach ein paar Tränke mit. Na, von den Schrott wieder nix. Okay. Jongles Zauberer. Gibt's da auch irgendwas zum Kaufen? Hm, ja, braucht ihr mich? Ja, wer mögt ihr denn sein? Ich bin Jungle Tune, gebildeter Magier und Alchemist. Wenn ihr in Nebelbergen ein Problem magischer Art habt, bin ich der richtige Mann dafür. Ihr habt mich zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt. Vielleicht können wir uns später unterhalten. Es ist mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Könnte ich vielleicht behilflich sein? Vielleicht. Ich habe hier in Nebelbergen ein ziemlich delikates Problem. Streng vertraulich, wenn ihr wisst, was ich meine. Natürlich dürfte ich euch eine Frage darüber stellen. Sicher. Was habt ihr für ein Problem mit Mr. Tune? Tja, er bockt sich zu dir vor und blickt geheimnisvoll um. Es gibt in den Nebelbergen eine Verschwörung. Einen dunklen Plan voller Rätsel und Intrigen. Interessant. Und was genau scheint vor sich herzugehen? Die ganze Stadt ist darauf aus, mich loszuwerden. Dieser Constable Owens hat den Leuten eine Gehirnwäsche verpasst. Und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich gezwungen bin zu gehen. Ich verstehe, was hat Constable Owens zu euch denn gesagt? Angetan, was auch immer. Was er mir angetan hat, dieser Mann hat die natürliche Angewohnheit in Gefahr gebracht, mit der ich mein Brot verdiene. Wisst ihr eigentlich, was das... Vorhandensein dieser verdammten Dampfmaschine mit allen magischen Fähigkeiten antut? Nein. Ich verstehe, ihr sprecht von der Natur von Magie und Technologie. Ganz genau. Und dieser Constable Owen schwächt meine Kräfte. Es gab eine Zeit, zu der ich der mächtigste Mann von ganz Nebelbergen war. Ach du meine Güte, eine große Stadt wie diese. Den Sarkasmus nimmt er gar nicht wahr. Ja, ja. Ja, wenn nur irgendein etwas dagegen unternehmen könnte. Er wirft einen verstohlenen Blick zu. Was genau schlagt ihr vor? Er senkt seine Stimme. Wenn ihr eine Möglichkeit finden könntet, diese Höllenmaschine außer Betrieb zu setzen, könnt ihr mich unter Umständen von ein paar Heiltränken trennen. Was meint ihr? Tut mir leid, Mr. Tune, aber ich bleibe lieber auf der richtigen Seite des Gesetzes. Ich verstehe also gut, ihr habt die Wahl, vielleicht ein andermal. Möglicherweise. Naja. Das scheint ein wenig gacker zu sein. Meiner Meinung nach. Denn schließlich bin ich der mächtigste Magier von Nebelbergen und nicht er. Bank von Nebelbergen. Moment.
Da müsste dann auch irgendwo die Taverne sein. Schenke von Nebelbergen. Hm. Was ist denn das? Hm, ich glaube nicht, dass ich euch besonders mag, Fremdling. Verzeihung, werte Ocker, weshalb die harten Worte. Der Ocker sieht dich wütend aus, halb ungeschlossen, blutunterlaufenen Augen an. Schätze, ich mag euch nicht. Besonders Fremdling, ich würde euch vorsichtig... Lasst mich einfach ein und kümmert euch um euer Kram. So, bitte, vielleicht könnte ich euch ja sagen, mir einen Trink spendieren. Das Gesicht des Ockers hält sich auf und er grinst dümmlich. Jetzt verstehen wir uns, Fremdling. Klar könnt ihr mir einen Trink spendieren, ihr seid doch gar nicht so verkehrt. Ja, dazu kommen wir in diesem Moment. Darf ich fragen, wer ihr seid? Ich? Der Ogre setzt seinen Bierkrug ab und klopft sich patentisch an die Schulter. Ich bin Sock Bierkrug. Bierkrug, tut mir leid. Aber ist das wirklich schön, euch kennenzulernen, Sock? Dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Sicher, was wollt ihr wissen? Was tut ihr hier in Nebelbergen? Ich, oh, nicht viel. Ich schlag mich so durch und verdiene mir ein paar Münzen oder wenn ich brauch kann. Aber meistens sitze ich hier in Feingast auf einen Schlag. Ein Schlag ich euch, Freundchen. Ich war schon so ziemlich in Gast auf von jeder Taverne von Arcanum. Hier bin ich am liebsten. Ich verstehe, was könnt ihr mir über Nebelbergen erzählen? Nebel liegt... Bergen, kein schlechter von langweichen vielleicht. Er schwankt leicht, er sieht euch aus, könnte er im Moment einschlafen. Aber im Moment geht ja sowieso keiner irgendwo hin. An der Brücke stehen so ein paar verdammte Diebe, die lassen niemanden einfach durch, keiner aus der Stadt, für langen blöden Wegzoll und haben keine Gnade. Vielleicht solltet ihr mich begleiten, ich möchte nämlich die Stadt verlassen. Sicher, auch wenn, ja, verschwinden wir von hier. Okay, jetzt haben wir also einen besoffenen Ogre dabei. Schau mal. Ein Handel. Hm, der hat keine Waffe. Ja, da können wir hin und her switchen. Ja, und er kann mit der Waffe voll und ganz umgehen. Okay. Moment, aber da... Seid gegrüßt, werter Herr. Ich werde im Märchen der Stadt bleiben. Könnt ihr mir etwas über den Ring erzählen, den ich gefunden habe? Ich bin kein Experte. Vielleicht solltet ihr im... mit einem Kaufmann darüber sprechen. Okay. Mal ins Buch schauen. Was kommt ihr betteln? Warum geht es elf? Sir, ich habe euch nicht beleidigt. Können wir nicht miteinander reden? Vielleicht haben wir doch was zu bereden, Fremdling. Sucht ihr vielleicht Arbeit, schnell verdientes Geld? Dann werde ich euch jetzt verlassen, naja. Was wünscht ihr? Wir nicken ihm einfach mal zu. Womit kann ich dienen? Was zu trinken? Sicher, bitte sehr, Sir. Du gibst ihm die Münzen. Okay. Vielen Dank, du trinkst das Glas aus. Noch ein Glas. Mach zwei Münzen. Du gibst ihm die Münzen. Okay, es reicht erstmal. Gibt es etwas Ungewöhnliches, das wir wissen müssen? Hab gehört, dass in diesem... was mit diesem Magier passiert ist. Der hier den großen Mann markiert hat.
Doc Roberts hat ihn mit einem Schuss zwischen die Augen zur Strecke gebracht. Aha. Dangi. Arg. Aber wir sind anscheinend... Zimmer liegt am Ende des Flurs, auf der linken Seite. Ah, genau, da müssen wir, glaube ich, hin. Genau, Joachims Brief. Oh, lieber Himmel, was ist denn hier passiert? Diese Männer, ich habe sie noch nie gesehen. Achso. Virgil, ich nehme an, ihr seid nicht alleine. Ihr seht, suchen die Leute in Nebelberg nach mir. Zum Glück hatte ich mit diesen Kerlen keine größeren Probleme. Sprecht mit niemandem über den Abschluss des Zeppelins oder dass euer Gefährte etwas damit zu tun hat. Ich euch unterbreche. Aber Joachim hat etwas entdeckt. Diese Individuen sind anscheinend Teil einer größeren Verschwörung. Einer Verschwörung gegen euch. Nix, Entschuldigung, ich wollte den Brief fertig lesen. Hallo? Fein, wer sein? Joachim. Oh, wir sind echt besoffen. Er ist, also, jemand, der mir geholfen hat, als ich wirklich Hilfe brauchte. Ich traf ihn in einem kleinen Dorf, in einem Panari-Tempel. Ich war, etwas vom Pech verfolgt. Er hat mir gezeigt, dass man nicht alles hinnehmen muss, was einem das Leben bietet. Dass es immer einen besseren Weg gibt. Und dass man immer selbst entscheiden kann, ob man diesen Weg gehen will. Wie euch helfen haben, Virgil? Ihr damals Ärger haben? Wir sind echt irgendwie besoffen. Ich möchte lieber nicht darüber reden. Aber Joachim ist ein großer Mann, sehr bewandert, was die Lehren der Panari betrifft und besonders was das Leben angeht. Wenn er der Meinung ist, dass wir in Schwierigkeiten stecken, dann ist es auch so. Verschwinden wir von hier und gehen wir nach Tarant. Aha, Tarant ist, glaube ich, eine Stadt. Okay, fine, Virgil. Also müssen wir jetzt nach Tarant. Den Brief können wir mal wegschmeißen, den behalten wir noch. Gold, Gold. Gold. Gold, Gold. Okay. Okay. Angenommen, ich rausfinden müssen, wen sein Ring, den dummigen Gnom, mich gegeben. Dunkel schon willen ich Dampfmaschinen von Stadt kaputtig machen. Ja, das kenne ich ja noch gar nicht, das kann ich noch gar nicht. Wenn man anscheinend besoffen ist, dann verändern sich auch die Questtexte so, dass man, als ob man lallen wird. Das ist ja mal was Neues. Cool. Ja, ich habe das Spiel zwar früher lang gespielt, aber es ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sich da die Questtexte verändern, wenn man besoffen ist. Was daran gelegen hat, dass ich da noch nie besoffen war. So, ich will jetzt den Virgil erst noch ein Schwert holen, weil der Ocker hat ja jetzt das große Schwert. So, das ist nicht die Schmiede. Ah, da. Hallo, Gehörlos, ich Fragen haben. Wie wir mit Zeugs handeln. Okay. So. Edler Stahl durch. Was will er dafür? 37, okay. Was wünscht ihr von mir? Ah, schön, die besten Waffen nimmt er gleich automatisch. Okay. So, jetzt gehe ich mal nur zur Bank, da war glaube ich irgendwas questmäßig, könnte da los sein.
Hallo, herzlich willkommen bei der Bank von Nebelbergen. Was darf ich für euch tun? Nix. Tschö. Hallo, ich was fragen, ja? Oh, ein Schwachkopf, was wünscht ihr? Ich will lernen. Welche Art von Ausbildung wollt ihr? Ausweichen, Nahkampf werfen, Fallen erkennen. Nahkampf? Ich jetzt gehen tun. Na. Jetzt. Einen Tag lang warten. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder wegen nüchtern, ne? Guten Tag. Dürfte ich wohl nach euren Namen fragen, Sir? Ich bin Constable Owens, ich vertrete in der Stadt das Gesetz. Könnte ich euch behilflich sein? Es gibt etwas, das ich euch erzählen muss. Und? Schunkeltune möchte, dass ich die eure Dampfmaschine zerstöre. Tja, das ist etwas, das in mein Fachbereich fällt. Ich schicke ein paar Leute los, damit sie diesen verrückten Zauberer verprügeln sollen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir hier auch noch ein paar Wachen im alten Tempel aufstellen. Es gibt noch etwas, das wir besprechen müssen. Im Gasthof liegen zwei Leichen. Er wirkt etwas ängstlich. Hier treibt sich eine Menge Gesindel herum. Ich will lieber nichts verwickelt werden, wenn ihr versteht. Ihr seid ein ziemlicher Feigling für einen Constable, findet ihr nicht? Was? Ihr beleidigt mich? Das muss ich von Leuten euch nicht bieten lassen. Ja, natürlich. Bitte verzeiht meine Unverschämtheit. Alles klar, ja. Bevor er jetzt noch einen Herzinfarkt bekommt, sind wir lieber wegen mehr Piano. Wir haben einen Zeppelin-Absturz überlebt. Eine wirklich schlechte, schreckliche Sache. Ja, so plaudern wir das einfach mal schön raus. Du lieber Himmel, er meint die IFS Zypre? Jo, ich wusste doch, dass ich da draußen gehört. Wo ist das passiert? Direkt oben auf dem Berg. Ich empfehle euch, einen Leichenbeschauer zu benachrichtigen. Oh nein, was ist mit dem Arzt des Ortes? Gibt es noch andere Überlebende? Nein, es sieht so aus, als wäre nur ich vom Glück begünstigt. Ihr seid wirklich ein Glückspilz und ihr habt auch noch an den richtigen Mann gewandt. Da ich hier die örtliche Constable bin, ist es meine Aufgabe, tätig zu werden. Wir werden so schnell wie möglich einen Suchtrupp zur Abschlussstelle schicken. Ja, ja, ich habe noch ein paar Fragen. Könnt ihr mir etwas über den Ort erzählen? Klar doch. Das ist Nebelberg, eine echte Bergbauerstadt und so weiter und so fort. Wer hat hier das Sagen? Tja, ich bin sozusagen eine Mischung aus Constable und Bürgermeister dieser Stadt. Ich würde sagen, dass ich hier das Sagen habe. Welche Art von Geschäften gibt es hier? Okay. Bergbau. So, da uns jetzt auf der Karte gezeigt, wo Tarant liegt. So. Eine Frage, wie komme ich am schnellsten aus diesem Ort? Ja, das ist eine knifflige Situation. Wie ihr wisst, gibt es nur eine Brücke in den Ostteil der Stadt. Und genau diese Brücke wird momentan von einer Gruppe von Dieben besetzt. Wir bauen weiter unten am Fluss eine neue Brücke, aber die Diebe verlangen von jedem, der die Brücke überqueren will, einen hohen Brückenzoll. Ich muss nicht besonders erwähnen, dass die Bürger der Stadt nicht sehr abbau darüber sind. Warum habt ihr nichts dagegen getan, Constable? Ja, tja, ich war ziemlich mit
andere Probleme beschäftigt. Natürlich werde ich mich sofort darum kümmern, sobald es mir irgendwie möglich ist. Vielleicht können wir helfen. Wirklich, oh, ich meine nicht, dass ich Hilfe benötige hätte, aber ihr scheint die Aufgabe gewachsen zu sein. Ich hatte schon früher mal daran gedacht, mir ein Hilfsstärkeres zuzulegen. Sicher, wenn ihr möchtet, könnte ich euch wohl eine Chance geben. Wunderbar, uns bleibt unser Geheimnis, dass ihr keinen Mumm in den Knochen habt. Ne, frag mal lieber nach der Bezahlung. 50 Goldstücke. Naja, besser als nix. 50 Goldstücke. Ah, da war glaube ich doch noch was mit der Bank. War irgendwas? Konnten wir irgendwas machen? Naja. Schau ich nochmal kurz zu den Typen. Der hat doch irgendeine Aufgabe für uns. So, das habe ich doch gedacht, hör zu. Ich bin kein Dieb, aber ich habe Infos, die uns reich machen könnten. Ja, ich höre. Tja, es gibt da die Bank. Und erst gestern wurden die Löhne für die Arbeiter eingelagert. Dort drin liegen mindestens 500 Goldstücke. Das hier ist die Kombination für den Safe. Habe ich mich klar ausgedrückt, Fremdling. Klar, ist klar, wo ist der Haken? Ich sag euch was, wir teilen uns die Beute brüderlich. Aber es gehen Gerüchte um, dass die Bauernbande die Bank jeden Moment ausrauben kann. Also haltet euch besser ran und wenn ich mitbekommen soll, dass ihr aus der Stadt verschwinden, hätte ich euch den alten Doktor auf den Hals. Wer ist der Doktor? Der Doktor, der alte Doktor, aber es ist der einzige echte Gesetzeshüger in der Stadt. Das mickrige Kätchen vom Konzept aus macht ja nun, weiß Gott, keinem Angst. Wenn also hier jemand was gemacht haben will, so gesetzmäßig, dann geht er zu Doktor was. Und wenn dem danach ist, dann macht er das. Und ich bin immer sicher, dass er Geld auf der Bank und wenn ihm einer klauen täte, dann würde ich ihm das schon interessieren. Du sprichst sehr verwirrend, mein Freund. Und wer ist die Bauernbande? Die Bauern, ach, das ist nur so eine Bande von Angebern, die alle Jubeljahre mal hier durchzieht, wenn sie glaubt, der alte Doc Bones guckt nicht hin. Aha, okay. Ich verstehe, ich denke, wir kommen ins Geschäft. Nun gut, ich gebe euch die Kombination für den Safe. Dann geht mal zur Bank und abgemacht. Okay. Jetzt haben wir die Kombination für den Safe. Ich möchte etwas abheben, Pfoten hoch. Ne. Ich schaue mich nur mal um.